Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe mehr Glück als der Kollege Pietsch mit der Technik. Ich habe aber auch keine Umfragen geplant, von daher sollte das hoffentlich klappen, wenn jetzt nicht irgendwas anderes noch schief geht. Ja, ich freue mich natürlich sehr über die Gelegenheit, hier heute zu Ihnen und dann auch natürlich noch lieber mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu sprechen, das mich selber eben jetzt auch schon seit einigen Jahren in meiner Forschungsarbeit beschäftigt und natürlich in den letzten Monaten, dreiviertel Jahr ist es jetzt vielleicht seit der Veröffentlichung von ChatGPT eben doch nochmal sehr an Fahrt aufgenommen hat. Genau, umso wichtiger ist es, dadurch, dass diese technologischen Entwicklungen ja ein gewisses Tempo an den Tag legen, ist es natürlich umso wichtiger, dass wir uns hier auch in so einem Rahmen mit den Potenzialen, aber auch mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die das Ganze eben im Rahmen von Schul- und Unterrichtsentwicklung mit sich bringt. Und darüber möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen sprechen. Dieses Bild habe ich übrigens auch mit Hilfe von KI erstellt. Zugegebenermaßen nicht ganz auf dem künstlerischen Niveau dessen, was wir eben im Video gesehen haben. Aber es soll nochmal verdeutlichen, dass es eben bei diesem ganzen Thema letztendlich um ein Miteinander geht, also um die Zusammenarbeit zwischen Mensch, in diesem Fall der Lehrkraft und der KI oder den digitalen Medien und natürlich in keinster Weise darum, Lehrkräfte in ihrer Rolle zu ersetzen. Im Prinzip ist das ja auch das, was das Video zeigt. Nämlich wie wichtig es ist, dass der Mensch zu jeder Zeit das Geschehen lenkt und eben die Fähigkeiten der KI für seine eigenen Zwecke nutzt. So, man kann es also quasi übertragen auch auf die Unterrichtssituation und die Lehrkraft. Mir fiel dabei auch, also ich habe das Video im Vorfeld zur Verfügung gestellt bekommen, deswegen hatte ich es schon gesehen und der Begriff, der mir dazu sofort einfiel, war eben der, der jetzt auch im Kontext digital gestützten Unterrichtens sehr häufig verwendet wird, der Begriff der Orchestrierung. Passt ja sehr schön in diesen Zusammenhang und ist eben auch für den Unterricht oder das Sinnbild des Orchesters ist eben auch für den Unterricht mit digitalen Medien sehr passend. Ich habe jetzt hier nur als ein Beispiel mal ein Positionspapier des Leibniz Forschungsnetzwerkes Bildungspotenziale rausgesucht. Es gibt auch zahlreiche andere Publikationen, die eben diesen Begriff verwenden. Hier geht es vor allem darum zu fordern, dass Lehrende in allen Bildungsbereichen in die Lage versetzt werden müssen, digitale Werkzeuge für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen einzusetzen und das ist eben das Entscheidende, auf eine Art und Weise, dass daraus ein didaktischer und eben altersgerechter Mehrwert resultiert. Das heißt, es geht bei der Gestaltung lernwirksamen Unterrichts mit digitalen Medien nicht, wie ich gerade auch schon gesagt habe, nicht um ein Ersetzen analoger Methoden, sondern um eine sinnvolle Orchestrierung digitaler Medien im Kontext eines Gesamtkonzepts, welches eben auch analoge Inhalte und vor allem natürlich die direkte soziale Interaktion beinhaltet. Das heißt, es geht darum, die zentrale Rolle der Lehrkraft zu unterstützen, die eben die digitalen Medien planvoll und didaktisch treffsicher in den Unterricht einbettet und mit anderen Angeboten verknüpft. Und im Prinzip haben wir im Video ja schon gesehen, was passieren kann, wenn der Lehrer mal kurz nicht aufpasst. So, ich habe natürlich auch nochmal ChatGPT bemüht. Ich hoffe auf eine Art und Weise, die nicht ganz so angestaubt ist. Ich habe tatsächlich ChatGPT gebeten, sich in die Rolle einer Schulleitung hineinzuversetzen und mir als Bildungswissenschaftlerin 5 kurze Fragen zu stellen zum Thema KI und ChatGPT in Schule und Unterricht. Und möchte jetzt quasi im Folgenden den Vortrag anhand dieser Fragen so ein bisschen strukturieren. Ich fand die tatsächlich ganz passend, habe natürlich auch ein paar Versuche gebraucht, bis passende Fragen rauskamen. Genau, das ist eben das Ergebnis, die Fragen hier nochmal in etwas besser lesbar. Als erstes, relativ allgemein die Frage, wie sehe ich das Potenzial von KI-Systemen als ergänzende Lernressource im schulischen Kontext, dann so ein bisschen konkreter, welche didaktischen Strategien können Lehrkräfte anwenden, um KI-gestützte Tools effektiv im Unterricht einzusetzen. Dann kommt eine Frage zu den ethischen Überlegungen.
Da muss ich mich ein bisschen beschränken, weil es natürlich ein sehr großes Thema ist. Wir haben es gerade schon bei Frau Richlig gehört. Das werde ich sehr konkret machen. Dann eine Frage dazu, wie man als Schule sicherstellen kann, dass der Einsatz eben tatsächlich den individuellen Lernbedürfnissen gerecht wird und vor allem nicht zu einer Passivität im Lernprozess führt. Und als letztes dann, ob es konkrete Fachbereiche oder Themengebiete gibt, für die eben KI-Systeme besser oder schlechter geeignet sind. So, das ist... Die Fragen werde ich eben zwischendurch immer mal wieder zeigen und den Vortrag jetzt danach strukturieren, also ganz im Dienste der KI sozusagen. Genau, erste Frage, Potenziale von KI-Systemen. Wenn man sich jetzt so diese Schlagzeilen, wir haben gerade ja auch schon über Schlagzeilen gesprochen, wenn man sich diese hier so anschaut, kann man häufig den Eindruck bekommen, dass es sich in der öffentlichen Debatte sehr viel, erstens sehr viel um ChatGPT als Tool dreht, und dann vor allem oft damit die verbundenen Gefahren und die Unsicherheiten thematisiert werden. Und meiner Meinung nach greift diese Debatte eben häufig zu kurz, weil so der entscheidende Schritt fehlt, nämlich die Frage, wie können wir KI-Technologien sinnvoll in Lehr-Lernprozessen nutzen? Also wie können wir zum Beispiel Teilprozesse im Unterricht, Teilprozesse in Lehr-Lern-Settings mithilfe von KI automatisieren? In der Wissenschaft geht natürlich jetzt auch nicht für alle, aber ich habe den Eindruck, dass tatsächlich ein großes Potenzial gesehen wird. Hier jetzt als Beispiel der KI-Forscher René Kisselcsec, von dem ich neulich einen Vortrag gesehen habe und eben nochmal ganz eindrücklich fand, auch was er dazu sagt. Und ich glaube, das ist stellvertretend für das, was eben viele auch BildungswissenschaftlerInnen, die sich eben mit diesem Thema Bildung mit digitalen Medien beschäftigen, die dem zustimmen würden, jetzt auch ganz besonders im Bereich der generativen KI, dass wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, die tatsächlich die Möglichkeiten bietet, die Art und Weise, wie Menschen lernen, zu transformieren, und zwar eben auch auf eine positive Art und Weise. Es wird viel über Gefahren auch gesprochen, das ist auch richtig, aber eben auch, dass wir hier eine Technologie haben und das ist gar nicht so was Übliches, mit der wir eben einen positiven Einfluss darauf haben können, wie Menschen lernen. So, und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite an Anwendungsbereichen, und die möchte ich jetzt mal so ein bisschen aufzeigen sozusagen und habe mal versucht aufzubereiten, wie eigentlich KI auf den verschiedenen Ebenen von Schule und Unterricht, welche Rolle KI da spielen kann, um eben Lernen positiv zu unterstützen. Angefangen mit der Ebene der Leitung, die ja für die meisten hier im Raum wahrscheinlich nicht ganz unwichtig ist. Ich habe dann immer quasi KI so eine Rolle gegeben, in diesem Fall ist es dann die Rolle des Managers. Da spielen natürlich Lernmanagementsysteme eine Rolle, das Monitoring beispielsweise von Schülerleistung wäre ein Einsatzszenario für die KI als Unterstützung der Schulleitung, aber eben auch so ganz klassische Verwaltungsaufgaben wie die Stunden- und Raumplanung. Neulich habe ich ein Tool gesehen, da ging es um die, das war quasi ein KI-basiertes Tool für die Organisation von Klassenfahrten. Also da gibt es sicherlich sehr viel auch gerade an administrativen Aufgaben, die KI übernehmen kann. Dann kommt die Ebene der Lehrkraft sozusagen, des Lehrens mit KI. Hier kann KI die Rolle einer Assistenz einnehmen. Das heißt, haben wir jetzt auch eben schon gehört, bei der Korrektur von Schülerleistungen kann die KI unterstützen, auch bei der Unterrichtsvorbereitung. Es gibt zahlreiche Beispiele auch im Internet, wie man Unterrichtsvorbereitung mit KI machen kann, sich Stundenraster ausgeben lassen kann. Und dann ganz besonders natürlich die adaptive Gestaltung des Unterrichts, also die Möglichkeit zum Beispiel Texte zu vereinfachen, Aufgaben auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus erstellen zu lassen. Das sind Anwendungsszenarien, von denen man sagen würde, da können Lehrkräfte von profitieren. Dann kommen wir zur Ebene des Unterrichts. Da haben wir einmal, oder müssen wir immer so ein bisschen differenzieren zwischen dem Lernen über KI und dem Lernen mit KI. Das steckt ja auch schon im Titel dieses Vortrags. Beim Lernen über KI geht es darum, dass KI natürlich als Gegenstand in den Schulen, als Lerngegenstand thematisiert werden muss. Da geht es dann natürlich darum, wie wendet man das an, wie funktioniert das eigentlich, was sind auch die Grenzen und eben dann auch zu reflektieren, den eigenen Umgang mit der KI und natürlich auch die gesellschaftlichen Dimensionen. Das Lernen mit KI
in dem KI als Tutor fungiert. Das heißt, hier haben wir solche Szenarien natürlich ganz besonders bei den sprachlichen Kompetenzen, wo KI unterstützen kann, weil es eben einfach gerade die generative KI sprachlich natürlich sehr stark ist. Eben adaptive Übungen erstellt werden können, individualisiert quasi SchülerInnen gefördert werden können, abgeholt werden können an ihrem jeweiligen Lernstand und dann individuelles Feedback zu ihren Leistungen bekommen können. So, das einmal quasi, um das mal aufzuzeigen, wie groß eigentlich die Bandbreite der Potenziale so ist. Dann mache ich es jetzt im Folgenden ein bisschen konkreter. Jetzt geht es um didaktische Strategien, die Lehrkräfte anwenden können, um KI-gestützte Tools effektiv in den Unterricht zu integrieren. Und hier komme ich jetzt vor allem quasi zu dieser Rolle der KI als Tutor. Wie können wir also KI oder wie kann eine Lehrkraft KI im Unterricht so einsetzen, dass sie ihre ja, vielleicht größte Stärke ausnutzen kann, nämlich SchülerInnen individuell dort zu fördern, wo Lehrkräfte teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Ich habe deswegen mal diese Abbildung mitgebracht, die ist aus einer Studie, die jetzt schon ein paar Jahre alt ist, aber ich vermute mal, dass es immer noch aktuell ist. Wir haben da mal die SchülerInnen gefragt, wie oft sie denn eigentlich im laufenden Schuljahr für ihre Texte von der Lehrkraft eine Rückmeldung bekommen haben. Und das war die Antwort, also 50% haben gesagt, gar nicht oder vielleicht einmal. Und dann gibt es ja, eben welche, die bekommen vielleicht noch 2 bis 3 Mal Rückmeldung, aber insgesamt sieht man natürlich, dass das ein Problem ist, insbesondere weil eigentlich große Einigkeit darüber herrscht, dass individuelles Feedback und eben auch insbesondere gegeben durch die Lehrkraft eine der wirksamsten Maßnahmen für erfolgreiches Lernen ist. Das hat sich in vielen Studien gezeigt. Es hat sich allerdings auch gezeigt, wie man eben sehen konnte, im Unterricht wird zu selten Feedback gegeben. Es wird auch oft zu spät Feedback gegeben, nämlich erst am Ende eines Lernprozesses. Und ganz besonders natürlich zu schriftlichen Leistungen, zu komplexen sprachproduktiven Leistungen, die aufwendig zu korrigieren sind. Dabei kann KI helfen, das haben wir in verschiedenen Meta-Analysen gesehen, wir haben auch selber eine durchgeführt, dass eben auch das Feedback einer KI einen Effekt auf die Lernleistung von SchülerInnen hat, dazu zeige ich auch noch ein konkretes Beispiel gleich. Das heißt, wir sehen viele Vorteile. Das KI-Feedback spart Ressourcen, es geht schnell, es ist auch vergleichsweise objektiv, es kennt die Schüler nicht, es bezieht sich wirklich nur auf die Texte, die vorliegen. Natürlich wollen wir aber trotzdem nicht einfach den Schüler vor die KI setzen und dann sagen, jetzt üb mal schreiben, sondern, und da kommt wieder der Begriff Orchestrierung ins Spiel, wir wollen natürlich Lehrkräfte dazu befähigen, zum Beispiel mit so einem Tool wie ChatGPT den SchülerInnen gutes Feedback zu geben, um sich eben Arbeit abnehmen zu lassen. Dafür sind ein paar Dinge notwendig, ganz besonders natürlich die Professionalisierung im Umgang mit der KI. In diesem Zusammenhang spielt da vor allem das sogenannte Prompting eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff allen bekannt ist, deswegen nochmal ganz kurz. Ein Prompt ist eine Eingabeaufforderung, die verwendet wird, um einer KI zu sagen, was sie machen soll im Prinzip. Vorteil ist, dass Prompting in natürlicher Sprache geschehen kann. Also anders als beim Coding zum Beispiel muss man hier eben keine Programmiersprache beherrschen, sondern man kann in natürlicher Sprache die KI instruieren. Das heißt, es kann im Prinzip jeder machen. Es ist dann aber doch eben nicht so trivial, vor allem da das Ziel eben darin besteht, eben eine möglichst präzise und effektive Eingabeaufforderung zu erstellen. Wir haben jetzt auch schon gehört, man braucht oft mehrere Anläufe, um überhaupt was halbwegs Sinnvolles zu erhalten. Und es lohnt sich tatsächlich sehr, sich mal mit der Kunst oder Wissenschaft, wie auch immer man es nennen will, des Promptings auseinanderzusetzen, wenn man unzufrieden ist mit den Antworten, die man von einer KI bekommt. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie kann man als Lehrkraft zum Beispiel ChatGPT so prompten, dass es die SchülerInnen beim Lernen auch wirklich unterstützen kann. Dazu gibt es, findet man jetzt alle möglichen Anleitungen. Diese hier finde ich ganz hilfreich zum Beispiel. Einfach ein paar Tipps sozusagen, wie man diesen Prompt so spezifisch gestalten kann, dass eben auch tatsächlich am Ende was rauskommt, womit der Schüler was anfangen kann oder die Schülerin. Hier geht es also darum, eben, dass man immer zuerst sagt, wer oder was wird eigentlich simuliert, so ungefähr wie ich es auch am Anfang gemacht habe, mit, stell dir vor, du bist eine Schulleitung und was hast du für Fragen.
Dann, was ist eigentlich die genaue Aufgabe, was ist zu tun, in welcher Reihenfolge soll das passieren, was sind Einschränkungen, Nebenbedingungen, was muss beachtet werden. Dann nochmal ganz konkret zu sagen, das Ziel, was soll eigentlich am Ende dabei rauskommen. Und natürlich das Format des Outputs, also auch wie soll die Rückmeldung des Bots aussehen. Auch da hat man inzwischen relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten, die viele vielleicht gar nicht so kennen. Ich zeige mal ganz kurz ein Anwendungsbeispiel. Sie müssen jetzt nicht den Text lesen, das ist ein argumentativer Text aus dem Deutschunterricht in der 5. Klasse. Die Aufgabe war zu argumentieren, wofür der Förderverein der Schule Geld ausgeben soll, Spielgeräte oder Sitzgelegenheiten, und es sollte ein Brief an die Vorsitzende des Fördervereins geschrieben werden, in dem die Meinung begründet wird. Also so eine klassische Erörterungsaufgabe. Wenn ich jetzt als Lehrkraft möchte, dass dieser Schüler zum Beispiel zu seinem Text eine Rückmeldung bekommt, kann ich natürlich zuerst, und ich möchte dafür ChatGPT zur Hilfe nehmen, dann würde ich erstmal einfach sagen, bitte gib dem Schüler Feedback zu seinem Text, dann kommt eventuell sowas dabei raus. Kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig erkennen, weil es zu klein ist, aber da sieht man eben auch schon das Problem. Es werden zwar gute Punkte auch erwähnt, aber es ist ein sehr langer Text, der ist sehr komplex für einen Fünftklässler, nicht unbedingt altersgerecht aufbereitet, ist also noch optimierungsfähig. Jetzt versuchen wir es mal mit einem Megaprompt. Der sieht dann so aus: Wer oder was wird simuliert? Tu so, als wärst du eine Deutschlehrkraft. Gib dem Schüler Feedback zu seinem Text, ist die Aufgabe, und dann kommen die konkreten Arbeitsschritte. Sag zuerst, was schon gut gemacht wurde, aber kurz. Nenne eine Verbesserungsmöglichkeit zum Inhalt, eine zur Struktur, und erstelle abschließend eine Tabelle, die Rechtschreibfehler und die Korrekturen enthält. Das könnte natürlich auch ganz anders lauten, je nachdem, was für ein Feedback man geben möchte. So, dann kommt noch die Einschränkung, der Kontext, das Feedback muss für einen Schüler der 5. Klasse verständlich sein, möglichst kurz, einfache Sprache. Und es soll natürlich dem Schüler helfen, den Text zu verbessern. So, es soll also nur Hinweise geben und keine Textteile neu geschrieben werden. Das, was dann daraus kommt, sieht dann schon anders aus. Man sieht tatsächlich hier, es ist erstens ein bisschen besser strukturiert, wir haben eine Tabelle mit drin, und wir haben eben tatsächlich auch kurze Anmerkungen zur Verbesserung des Textes, jeweils nur zwei Sätze, und da sieht man, was man mit Prompting schon alles erreichen kann, wenn man eben didaktisch sinnvoll und altersgerecht die KI einsetzen möchte. Das kann man jetzt natürlich auch in einem Das kann jetzt natürlich ein iterativer Prozess sein sozusagen, also ich kann die KI auch als Lehrkraft so vorprompten sozusagen, dass dann die SchülerInnen selbstständig damit interagieren können, aber eben in einem bestimmten Rahmen, also indem ich zum Beispiel der KI sage, immer wenn der Schüler seinen Text wieder neu eingibt, weil er was verbessert hat oder so, dann gebe ihm wieder quasi einen Hinweis, was er noch besser machen kann. Und so könnte man das dann weiter fortführen. So, das ist mein Signal gewesen, dass ich zur nächsten Frage übergehen muss. Die ethischen Überlegungen, die wir berücksichtigen sollten, da habe ich tatsächlich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, weil ich das Gefühl, das Thema ist so groß, da könnte man auch einen eigenen Vortrag zu machen. Deswegen habe ich mich jetzt auf quasi eine aktuelle Herausforderung, die wir im Kontext Schule sehen, beschränkt. Wollte gleichzeitig nochmal darauf verweisen, dass es eben auch von der Europäischen Kommission diese ethischen Leitlinien für Lehrkräfte gibt. Leider kurz vor der Publikation von ChatGPT erschienen. Das heißt, tatsächlich fehlen da viele Dinge, mit denen man, glaube ich, im Moment gut arbeiten könnte. Also viele Themen sozusagen werden gar nicht so richtig behandelt, weil es sie einfach noch nicht gab. Deshalb auch jetzt hier quasi mein Fokus auf eben genau dieses Thema, nämlich: Wie gut kann eigentlich generative KI, also das, was wir seit November quasi sehen, menschliche Leistung simulieren, und was bedeutet das eigentlich für die Bildungspraxis? So, nun haben wir alle schon diese Beispiele gesehen dafür, wie KI bestimmte Textsorten erstellen kann und quasi nicht mehr zu erkennen ist, dass es von einer KI kommt, was ja alle möglichen Fragen aufwirft, was zum Beispiel Urheberschaft angeht. Es gibt auch tatsächlich auch schon einige Studien, die eben zeigen, dass tatsächlich Menschen auch die Texte nicht unterscheiden können von menschlichen Texten. Also gibt es zu wissenschaftlichen Artikeln, zu Gedichten beispielsweise, dass man da eben tatsächlich KI-Texte generieren kann, die nicht zu unterscheiden sind, zumindest nicht so für den Laien sozusagen.
Und die Frage ist natürlich, was hat das jetzt alles, was bedeutet das jetzt für die Schule, was bedeutet das für Schülertexte? Weil natürlich die große Befürchtung ist, nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Hochschulen, die benutzen jetzt alle KI und wir merken es nicht. So. Anfangs war dann immer die Lösung, naja, es wird jetzt bald diese KI-Detektoren geben, die man dann benutzen kann und dann ist das gar kein Problem mehr. Das hat sich nicht so richtig bewahrheitet. Diese KI-Detektoren funktionieren nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Was vor allem eben auch daran liegt, dass wir es hier nicht mit sowas wie einem Plagiat zu tun haben, wo man eben sagen kann, hier ist die Quelle, hier kann man sehen, das ist der gleiche Text und da gibt es eine Überschneidung und deswegen ist das dann Schummeln, sondern selbst wenn die KI eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn der KI-Detektor, der ja auch eine KI ist, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass der Text mit KI erstellt wurde, dann haben wir eben auch immer nur diese Wahrscheinlichkeit. Also es reicht in keinem Fall, um jemandem nachzuweisen, dass er KI benutzt hat. Wir haben das auch mal mit Schülertexten ausprobiert und rausgekommen ist dabei, dass eben der KI-Detektor, das war hier der von OpenAI selber, ein Drittel der Schülertexte, von denen wir natürlich wissen, dass sie alle von Schülern geschrieben sind, weil es auch die Texte lange vor ChatGPT erhoben wurden, und der KI-Detektor hat aber ein Drittel für wahrscheinlich KI generiert gehalten. Und sowas zeigen andere Studien auch. Und das hat insgesamt dann dazu geführt, dass OpenAI zum Beispiel auch gesagt hat, wir nehmen unseren Detektor wieder runter, es ist einfach zu viel Unsicherheit, es stimmt in so vielen Fällen nicht. Es gibt jetzt Alternativen dazu, die funktionieren teilweise etwas besser, aber ich denke, dass auch gerade für so ein Genre wie Schülertexte, also für Lernertexte sozusagen, beispielsweise in den Fremdsprachen, wir da nicht darauf warten sollten, dass man irgendwann, dass die KI irgendwann in der Lage ist zu erkennen, ob das ein KI-generierter Text ist. So, die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, wenn wir uns nicht auf die Maschine verlassen können, vielleicht können es ja Menschen erkennen, vielleicht können die Lehrkräfte es selber erkennen, und da fragen ja auch immer viele, gibt es da bestimmte Sachen, auf die ich achten kann, um zu wissen, dass es von der KI ist. Die gibt es sicherlich, aber auch hier haben wir natürlich es mit großen Unsicherheiten zu tun. Wenn man sich das hier zum Beispiel anschaut, sieht man zwei Texte, die, nehme ich jetzt einfach vorweg, von einer KI generiert sind. Der erste Text, da könnte man sich das vielleicht noch denken, wenn man den Schüler kennt, denkt man vielleicht, ne, ist schon eher unüblich, dass der da jetzt so viele Absätze macht und das so strukturiert und diese ganzen Konnektoren und sowas, das ist schon was ein eher fortgeschrittener Schreiber generieren würde. Da könnte man das auf jeden Fall denken. Bei dem zweiten Text sieht man aber, dass man eben mit der KI auch schlechte Texte generieren kann. Also auch SchülerInnen könnten auf die Idee kommen, meine Lehrkraft glaubt mir wahrscheinlich nicht, dass ich Text 1 geschrieben habe. Dann versuche ich doch mal ChatGPT zu sagen, baue mal ein paar Fehler ein, mach es ein bisschen kürzer und so. Dass das tatsächlich auch ganz gut funktioniert, sieht man an den Ergebnissen der Studie. Wir haben dann nämlich Lehramtsstudierende, muss man einschränkend sagen, also keine erfahrenen Lehrkräfte, aber Studierende gefragt, glauben Sie, dass dieser Text von einer KI geschrieben wurde oder eben von einem Schüler? Und was rausgekommen ist, ist, dass die Übereinstimmung sozusagen der tatsächlichen Quelle und der vermuteten Quelle bei etwa 50% liegt. Also das heißt, es ist geraten. Es gibt quasi nichts, was darüber hinausgeht, was erkannt wird hier in den Texten. So, das heißt, solche Studien, also diese und eben auch andere, zeigen, wir können KI-generierte Texte eigentlich nicht zuverlässig identifizieren. Das heißt, wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, dass SchülerInnen KI nutzen werden und wir damit irgendwie umgehen müssen. Und zwar nicht damit umgehen können, indem wir sagen, du hast KI benutzt und deswegen bist du jetzt durchgefallen. So. Gut, Frage 4. Wie kann Schule sicherstellen, dass der Einsatz von KI-Tools den individuellen Lernbedürfnissen gerecht wird und eben nicht zu einer Passivität im Lernprozess führt? Geht ein bisschen, vielleicht auch in eine ähnliche Richtung. Es war ja anfangs, also als das Ganze aufkam quasi, wurde ja an einigen Orten erstmal darauf reagiert, indem ChatGPT verboten wurde. So bekanntes Beispiel war da immer New York City, wo sie gesagt haben, das darf jetzt an den Schulen erstmal gar nicht benutzt werden. Das ist inzwischen auch wieder zurückgenommen worden, mit der Begründung, dass sie eben sagen, ja, wir haben ursprünglich gedacht, man weiß ja nicht, was passiert, und hatten Bedenken. Jetzt haben wir aber festgestellt, das hat so viele Potenziale, erstens, und zweitens ist es eben auch einfach die Realität.
unserer SchülerInnen, das ist die Realität der Welt, auf die wir die SchülerInnen vorbereiten und deswegen können wir das schlicht und einfach nicht verbieten. Es gibt noch mehr Gründe, warum ein Verbot keine Lösung ist. Zum einen, wie man gerade gesehen hat, ist es ineffektiv, also KI-generierte Texte können nicht zuverlässig erkannt werden. Es ist ineffizient, wenn wir jetzt sagen, wir müssen alle Prüfungen, und zwar wirklich alle, so gestalten, dass man auf gar keinen Fall KI dafür benutzen kann, dann braucht es natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, gerade wenn man an mündliche Prüfungen und so denkt. Das sind ja so die Alternativen, auch die im Raum stehen. Wir haben das Problem, dass wenn wir eben das nicht zulassen, auch nicht im Unterricht thematisieren, auch nicht mit den SchülerInnen üben, damit umzugehen, dann verstärken wir potenziell die Ungleichheit, die es sowieso schon gibt, da eben einige SchülerInnen die Software trotzdem nutzen werden und lernen werden, damit umzugehen und andere tun es eben nicht. Von daher ist ein Verbot keine Lösung, trotzdem gibt es natürlich Dinge, die man beachten kann beim Einsatz generativer KI, um eben auch diesen Gefahren, Herausforderungen, wie auch immer, zu begegnen. Wie kann man also die generative KI sinnvoll und zielführend im Unterricht einsetzen? Wichtig ist dabei immer, dass diese duale Perspektive auf KI besteht, also dass man eben das Lernen mit KI kombiniert mit einem Lernen über KI, also immer auch die Funktionsweise, die Grenzen mit den SchülerInnen thematisiert, auch mit den SchülerInnen einübt, diese Systeme zu verwenden. Dann muss natürlich sichergestellt werden im Sinne auch der Bildungsgerechtigkeit, dass alle SchülerInnen den gleichen Zugang zu KI haben und wissen, wie sie die Potenziale nutzen können und eben auch die Fallstricke vermeiden können. Dann ist jetzt oft im Kontext des Umgangs mit KI immer die Rede von Mindful Interaction, also im Prinzip der achtsame Umgang mit KI, wo es darum geht, dass den SchülerInnen vermittelt werden muss, dass Metakognition tatsächlich eine rein menschliche Fähigkeit ist. Also das ist der Aspekt, der den Menschen von der Maschine unterscheidet und der zu jeder Zeit quasi auch von der Schülerin geleistet werden muss. Also ich muss meinen eigenen Lernprozess monitoren. Wenn ich einen Text mit der KI zusammenschreibe in Kooperation, dann bin ich derjenige, der wissen muss, wo soll das hingehen, wie komme ich dahin, verbessert sich der Text, wenn ich das mache und so weiter. Das bringt natürlich eine hohe Anforderung an Selbstregulation mit sich, weil man eben sehr selbstständig mit dieser KI interagieren muss und eben sehr genau Bescheid wissen muss über seinen eigenen Lernprozess. Das heißt, auch das muss unterstützt und gefördert werden im Unterricht. Damit man dann quasi dahin kommt, es gibt so in der Informatik dieses Konzept von Human in the Loop, also dass man eben quasi in einem automatisierten Prozess auch noch einen Menschen hat, der das Ganze monitort oder auf irgendeine Art und Weise beeinflusst. Und genau so müssen wir, glaube ich, dann zum Teacher in the Loop kommen, der quasi eben nicht die Schüler vor den Computer setzt und sie machen lässt, sondern beteiligt wird, indem eben auch Leistungszwischenstände zum Beispiel an die Lehrkraft zurückgemeldet werden und die Lehrkraft eben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, auch einzugreifen. Wenn das beachtet wird, dann können auch ziemlich gute Sachen dabei rauskommen, denke ich, wenn man KI einsetzt und zwar eben im Sinne des aktiven Einsatzes von KI, also der Aktivierung von SchülerInnen, die dann eben mit der KI zu so einer Art Kognitionspartner werden können. Das heißt, KI ermöglicht Lernenden dann so Dinge wie eine Website zu erstellen, obwohl sie gar keine Programmierkenntnisse haben, natürlich in einer Fremdsprache zu lernen, was ja ein großes Thema für die KI ist, oder auch eben SchülerInnen, die eben noch eher geringe Sprachkenntnisse haben aufgrund von Migrationshintergrund, zum Beispiel trotzdem eben in der jeweiligen Sprache zu lernen. Auch komplexe Fachtexte können gelesen werden. Es gibt da AskPDF, ein Tool, mit dem man quasi Fragen an ein PDF-Dokument stellen kann. Also auch für das Leseverständnis gibt es da, denke ich, vielversprechende Möglichkeiten, wie KI eben zu einem ganz aktiven Lernprozess beitragen kann. So, dann komme ich zur letzten Frage, nämlich gibt es konkrete Fachbereiche oder Themengebiete, für die KI-Systeme besonders wertvoll oder weniger geeignet sind? Da habe ich mir quasi zwei Fragen gestellt, nämlich einmal, bei welchen Aufgaben kann KI-Lehrkräfte denn eigentlich besonders gut unterstützen? Das ist die erste. Die zweite ist dann, was kann denn die KI eigentlich gut? So, und wenn man die beiden Dinge zusammennimmt, dann hat man, glaube ich, die Bereiche, in denen KI besonders gut helfen kann. Wenn man sich jetzt anschaut, bei welchen Aufgaben kann KI-Lehrkräfte gut unterstützen,
sieht man hier einmal quasi aufgeschlüsselt, womit Lehrkräfte eigentlich so ihre Zeit verbringen. Das sind jetzt keine Ergebnisse aus Deutschland, aber dennoch kann man ganz gut sehen, es sind ungefähr 50% der Zeit, die die direkte Interaktion mit SchülerInnen bedeuten. Die, denke ich, sollte man lassen und sich den anderen 50% widmen, wozu Unterrichtsvorbereitung gehört, dass die Korrektur, Rückmeldung geben, aber eben auch administrative Aufgaben. Also wenn man sich anschaut, was kann KI unterstützen, dann ist es wohl der Teil. Das zeigt auch diese Abbildung aus der Thales-Studie der OECD, die veranschaulicht, welche Aufgaben Lehrkräfte eigentlich für besonders stressig halten. Und da sieht man eben, dass der Zusammenhang quasi zwischen dem wahrgenommenen Stress und der Aufgabenintensität, also wie sehr steigt das Stressempfinden an, wenn die Intensität, also das heißt, wenn ich mehr mit einer bestimmten Aufgabe zu tun habe, dann sieht man, dass vor allem die administrativen Aufgaben sind und die Korrekturbelastung, die als besonders stressig empfunden wird. Auch die Vorbereitung von Unterrichtsstunden zählt noch dazu, wenn es dann um das tatsächliche Unterrichten geht. Dann gibt es keine große Zunahme des Stresses, wenn ich das quasi ganz viel machen muss. So, das zeigt auch wieder, es sind eben eher diese Aufgaben um den Unterricht herum, von denen man Lehrkräfte gut entlasten könnte. Zweite Frage, was kann denn aber eigentlich die KI gut? Und wobei kann sie dementsprechend auch gut helfen? Hier sieht man eine Ergebnisse auch aus einer OECD-Studie, wo GPT die PISA-Tests bearbeitet hat. Und man sich eben mal angeschaut hat, wie schneidet GPT da ab für die Domänen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Man hat dann auch noch verglichen, wie schneidet GPT-4 ab versus GPT-3,5, also quasi zwei Large Language Models, zwischen denen ungefähr 3 Monate liegen. Und was man eben sieht, ist, dass zumindest in den Domänen Lesen und in den Naturwissenschaften die KI besser abschneidet als die 15-jährigen SchülerInnen. Und dass es tatsächlich nochmal einen deutlichen Anstieg gibt von dem einen Modell zu dem anderen Modell. Also wirklich eine rasante Entwicklung auch in den Kompetenzen der Modelle. In Mathematik sieht es ein bisschen anders aus. Da ist der Unterschied, liegt die KI noch unter den Leistungen der SchülerInnen. Das heißt, die Stärken der KI, kann man daraus schlussfolgern, liegen eben eher in den sprachlich geprägten Domänen. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass sie da auch besonders gut helfen kann. Eine weitere große Stärke, die jetzt hier keine Rolle spielt, weil es hier mehr so um so klassische Leistungstests und eher so um rezeptive Kompetenzen, jetzt beim Lesen zum Beispiel geht, ist aber eine weitere große Stärke von KI die automatische Beurteilung von Schülertexten. Da sind wir gerade dabei, ein Schreibtrainingstool zu entwickeln. Man sieht hier jetzt quasi so eine Art Prototyp, da gibt es dann eine Schreibaufgabe, in diesem Fall eine klassische Schreibaufgabe aus der Sekundarstufe 1, wo es einen Schreibanlass gibt, es soll eine E-Mail geschrieben werden an eine Sprachschule auf Englisch, also aus dem Fremdsprachenunterricht. Wir haben dann die Texte, die die SchülerInnen geschrieben haben, mit KI beurteilt. Das funktioniert dann so, da gehe ich jetzt auch in Anbetracht der Zeit nicht genauer drauf ein. Aber wir haben diese Texte dann von einer KI beurteilen lassen, mit der Hilfe von Supervised Machine Learning. Und basierend auf diesem Urteil kann man dann zum Beispiel so eine Rückmeldung geben an die Schülerin, an den Schüler. Also es gibt dann eben diese Bewertung durch die Maschine und man kann dann eben sagen, okay, du hast vielleicht diesen Punkt, in diesem Fall die Anrede und Verabschiedung in der E-Mail noch nicht so richtig gut umgesetzt. Was du jetzt machen könntest, wäre dir nochmal anzuschauen, was braucht man denn eigentlich in einer formalen E-Mail für eine Begrüßung, und hier sind noch sprachliche Beispiele, wie man das umsetzen kann. Wir haben auch gefunden, schon in ersten Studien, dass das hilft, also dass das Feedback, das automatische KI-basierte, effektiv ist bei der Textüberarbeitung. Das heißt, die SchülerInnen lernen tatsächlich dadurch dann oder sind in der Lage, ihren Text zu verbessern und dann hoffentlich langfristig auch das zu übertragen auf andere Aufgaben.
Das ist jetzt alles noch sehr am Anfang. Nächste Schritte wären dann, dass man eben schaut, wie kann man das Feedback noch optimieren, hilft es vielleicht, und auch das kann man mit KI machen, wenn man im Text das Ganze irgendwie farblich markiert, wo was steht, und dann speziell auf einzelne Textsequenzen eingehen kann. Es soll auf andere Textsorten und Fächer übertragen werden und dann natürlich im Unterricht implementiert werden, also auch wieder im Sinne der Orchestrierung. Sollen hier natürlich die Lehrkräfte diejenigen sein, die ein solches Tool einsetzen. Und das Ganze muss natürlich auch wissenschaftlich begleitet werden. Das Ganze, um nochmal ein bisschen mit ein bisschen Eigenwerbung zu schließen, machen wir im Rahmen eines Projekts, das vom BMBF gefördert wird, in dem es darum geht, Professionalisierungskonzepte und Nutzungsperspektiven von KI-basierten Feedbacksystemen und Schreibagenten zu entwickeln. Das ist ein großes Verbundprojekt und ich habe jetzt hier auch einen QR-Code, der leider auch zu Lime Survey in der Academic Cloud führt. Von daher möglicherweise nicht funktioniert. In diesem Fall ist es jetzt aber auch keine wichtige Umfrage, sondern es geht quasi darum, wenn Sie Interesse haben, vielleicht über dieses Projekt etwas zu erfahren. Es startet gerade erst. Wenn Sie vielleicht sogar Interesse haben, mit Ihrer Schule vielleicht an so einer Art Pilotierung teilzunehmen, dann können Sie hier sehr gerne Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Es wird natürlich alles vertraulich behandelt. Und dann würde ich Sie quasi informieren, wenn es losgeht mit unserer Pilotstudie. So. Ich zeige es auch gleich am Ende nochmal, falls jetzt jemand noch nicht... Funktioniert es denn? Tja. Vielleicht kannst du gleich nochmal... gut, also gleich kommt am Ende nochmal der QR-Code, falls jemand noch und sonst mich gerne ansprechen natürlich auch. Noch kurz zusammenfassend, haben wir jetzt daraus gelernt. Ich teile das jetzt nochmal auf wieder in diese beiden übergeordneten Themen, Lernen über KI und Lernen mit KI. Was zum Thema Lernen über KI, denke ich, wichtig ist und hängen bleiben sollte, ist, dass wir SchülerInnen irgendwie auf eine Welt, auf eine Arbeitswelt vorbereiten müssen, aus der man KI einfach nicht mehr wegdiskutieren kann, sondern es ist eben da. Und es braucht eben bestimmte Kompetenzen, um damit umzugehen. Dazu gehören Prompting, das habe ich gezeigt, und dazu gehören eben vor allem auch metakognitive Aspekte, die eben den Großteil sozusagen der menschlichen Leistung in Kooperation mit der KI ausmachen. Was es auch braucht, und das sieht man auch an diesen Balkendiagrammen, die ich gerade gezeigt habe mit den PISA-Tests, es braucht ein ganz enges Monitoring der Entwicklung generativer KI, weil da eben viel passiert. Dass man eben zu jedem Zeitpunkt auch weiß, was kann denn die KI und was hat das jetzt wieder für Konsequenzen für die Schule. Zum Lernen mit KI ist zu sagen, dass wir hier ein enormes Potenzial haben, gerade für die adaptive und die individuelle Unterstützung von Lehr-Lern-Prozessen. Das sollte man definitiv ausschöpfen. Dazu braucht es natürlich aber eine wissenschaftlich begleitete Entwicklung solcher KI-gestützten Systeme, die meiner Meinung nach auch in Deutschland viel größer sein müsste, als sie das aktuell ist, oder viel wichtiger sein müsste. Und es braucht natürlich die Professionalisierung von Lehrkräften, um KI-Tools gewinnbringend im Unterricht, und da bin ich jetzt wieder bei dem Wort, zu orchestrieren. Und damit bin ich dann auch am Ende, habe, glaube ich, 2 Minuten überzogen, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Aufmerksamkeit.